Die Bretagne liegt im Nordwesten Frankreichs in Westeuropa und beherbergt eine üppige Vegetation sowie zahlreiche Naturstätten, insbesondere in Armor, wie die mit Dünen bedeckte Küste, die steilen Klippen, die in den Atlantischen Ozean münden, Flussmündungen und Sümpfe. Diese Region, die eine der drei rosafarbenen Granitküsten der Welt beherbergt, ist die Wiege einer außergewöhnlichen Rasse, des bretonischen Pferdes. Die Zucht bretonischer Pferde wurde Ende des 17. Jahrhunderts organisiert, eine Zeit, in der es zu zahlreichen Kreuzungen kam. Im 20. Jahrhundert erreichte die Rasse ihren Höhepunkt, insbesondere zwischen 1900 und 1940. Züge voller Pferde verlassen die Bretagne in Richtung ganz Frankreich und Boote überqueren die Meere in Länder in Europa, aber auch in Nordafrika, Südamerika und Asien. Im Jahr 1948 gehörten die Departements der Bretagne zu den pferdereichsten, es gab durchschnittlich 19 pro Quadratkilometer. Doch in den 1960er Jahren konnten die Züchter ihre Pferde nur dank Zuchtprämien und landwirtschaftlichen Wettbewerben halten. In den schwierigsten Zeiten ist die Fleischproduktion die einzig mögliche Wahl. Erst in den 1990er Jahren erfreute sich die Rasse wieder großer Beliebtheit, insbesondere der Postier Breton. Das bretonische Pferd ist der Nachkomme einheimischer Pferde, die mit dem Percheron, dem Ardennais und dem Boulonnais gekreuzt wurden. Der Postier Breton wurde unter dem Einfluss des Norfolk Traber und des Hackney Pferd entwickelt. Aus dem arabischen Pferd und dem englischen Vollblut entstand das Corlay Pferd, ein inzwischen ausgestorbenes bretonisches Pferd. Das bretonische Pferd hat eine sehr imposante Morphologie mit einem kompakten Körper und einer Muskulatur, die seine im Verhältnis zu seiner Größe sehr hohe Kraft perfekt widerspiegelt. Es gibt zwei Arten der Rasse, nämlich das Zugpferd und das leichtere, aber auch beliebtere Postier Breton. Stand ihm früher der Ruf zu, ein unansehnliches Erscheinungsbild zu haben, so widerspricht dieser heute dieser damals schädlichen Kritik eindeutig. Das Fell ist hauptsächlich kastanienbraun oder bernsteinfarben, manchmal schokoladenbraun, braun oder roh und sehr selten schwarz. Weiße Abzeichen sind umfangreich und sehr häufig, werden aber immer weniger erwünscht. Er ist 1,45 Meter bis 1,70 Meter groß und wiegt 700 bis 1000 Kilogramm. Die durchschnittliche Größe des Postier Breton beträgt 1,55 Meter. Das bretonische Pferd gilt als ausdauernd, robust, fleißig, zielstrebig, pflegeleicht und vor allem freundlich. Diese Fügsamkeit verdankt er seiner Erziehung durch bretonische Züchter, die schon sehr früh mit den oft frühreifen Fohlen umgehen, um sie kontaktfreudig und vertraut zu machen. Seine kurzen Beine hindern ihn nicht daran, aktiv zu sein, insbesondere im Trab. Heutzutage kehrt das bretonische Zugpferd allmählich zur Tradition zurück, da es bei der Pflege von Grünflächen, beim Holzeinschlag und im Gemüseanbau anzutreffen ist. Manchmal ist es immer noch für die Schlachtung bestimmt, aber die Züchter wenden sich zunehmend von diesem Absatzmarkt ab. Der Postier Breton wird hauptsächlich zur Beförderung, im Sport, in der Freizeit und auch von Berufstätigen eingesetzt, die mit einem montierten Anhänger Produkte des täglichen Bedarfs nach Hause liefern. Wenn nun alle in Frankreich geborenen bretonischen Pferde im Zuchtbuch eingetragen sind, halten unbestechliche Menschen nur diejenigen für authentisch, die aus der Bretagne stammen.
Das bretonische Pferd ist eine der wichtigsten Zugpferderassen in Frankreich. Die Herde besteht aus mehr als 15.000 Pferden und es gibt 3.000 bis 4.000 Geburten pro Jahr. Es hatte einen erheblichen Einfluss auf andere Pferderassen, wie das Schwarzwälder Pferd in Deutschland und das Baney in Japan. Dass es das bretonische Pferd heute noch gibt, ist einem umstrittenen Ausweg zu verdanken, der Hippophagie. Während einige Leute die Berechtigung der angewandten Methode in Frage stellen, blicken Liebhaber dieses erstaunlichen Pferdes in die Zukunft und genießen das Spektakel, das ihnen die Überlebenden bieten.